Der Text aus dem Epheserbrief beschreibt eines der zentralen Themen dieses Briefes. Es geht um das Verständnis von Gemeinschaft, was hier am Verhältnis zwischen Heiden und Juden deutlich gemacht wird. Dabei kann man den Text in drei Abschnitte unterteilen. Den ersten Abschnitt vom Vers 11 bis Vers 13 beschreibt eine alte Situation ohne Christus im Gegensatz zu einer neuen Situation mit Christus. Der zweite Abschnitt von Vers 14 bis 18 erklärt uns dann, was diese neue Situation bedeutet. Und der letzte Abschnitt von Vers 19 bis 22 zeigt uns dann auf, welche Konsequenzen sich aus dieser neuen Situation für Gemeinschaft ergeben. Der Vers 11 startet mit der Aufforderung, sich zu erinnern. Dabei geht es nicht darum, in Erinnerung zu schwelgen, sondern diese Erinnerung wird benötigt, um die gesamte Tragweite des Handeln Gottes in diesem Text zu verdeutlichen. Die Leser dieses Briefes werden als erstes mit Heiden angesprochen. Das heißt, aus jüdischer Sicht sind das alle Nichtjuden, die nicht an den einen Gott glauben und nicht seine Gesetze halten. Es wird aber noch ein zweites Kriterium hier eingeführt zur Unterscheidung, nämlich Beschnittene und Unbeschnittene. Wobei mit dem Zusatz mit den Händen gemacht hier gleich deutlich gemacht wird, dass dieses Kennzeichen als Zugehörigkeit zum Volk Gottes nicht mehr so relevant ist, beziehungsweise wird es hier sogar abgewertet. Vers 12 kennzeichnet diese alte Situation dann ganz klar mit dem Ausdruck ohne Christus. Das heißt für die Heiden, dass sie ohne eine Vorstellung und Hoffnung auf einen verheißten Messias leben mussten. Diese Zeit wird aber noch weiter charakterisiert durch zwei paarweise formulierte Wendungen, nämlich Bürgerrecht Israels und Bundesbeschlüsse der Verheißung. Mit Bürgerrecht Israels ist im übertragenen Sinne das Volk Gottes gemeint, denn schon zur damaligen Zeit hat kein Staat Israel existiert. Der zweite Ausdruck, Bundesbeschlüsse der Verheißungen, damit sind alle Verheißungen im Alten Testament gemeint, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat und die im Alten Testament auch zunächst nur für das Volk Israel gelten. Und von diesen beiden Wendungen sind die Heiden ausgeschlossen. Und so kann der Vers 12 nur zu dem Schluss kommen, dass die Heiden ohne Gott in dieser Welt leben. Das heißt, sie sind getrennt von der Hoffnung und getrennt von Gott. Aber in Vers 13 folgt die Wendung. Eine neue Situation entsteht und aus den einst fernen Heiden werden jetzt nahe Christen. Und das passiert durch das Blut Christi. Hiermit wird schon auf die Versöhnungstat von Jesus am Kreuz hingewiesen. Der zweite Textabschnitt von Vers 14 bis 18 liefert uns die Begründung, warum wir diese neue Situation haben. Jesus Christus hat durch seinen Tod am Kreuz Frieden geschaffen. Auch schon in anderen Texten des Neuen Testamentes ist Jesus als Friedensstifter bezeichnet worden. Und in den Messias-Vorstellungen des Alten Testamentes bei den Propheten ist auch von einem kommenden Friedensbringer die Rede. Frieden bedeutet Überwindung von Feindschaften, Beseitigung von Gegensätzen und Zusammenführung von verschiedenen Parteien. Dies wird im Vers 14 mit diesem eigentümlichen Bild vom Zaun verdeutlicht. Der Zaun steht dabei im übertragenen Sinne für das jüdische Gesetz, für die Tora. Dieses Gesetz sollten Juden von Nichtjuden unterscheiden und Juden auch schützen. Aber durch den Tod von Christus sind diese Gesetze und Gebote nun aufgehoben. Alle Reinigungsvorschriften, Opferrituale und auch die Beschneidung und auch noch andere Vorschriften sind für Christen nun aufgehoben. Aber Jesus reißt hier nicht nur einfach einen Zaun zwischen zwei verschiedenen Parteien ein. Er schafft auch gleichzeitig etwas Neues. Dabei werden die beiden unterschiedlichen Parteien, nicht Juden und Juden, nicht einfach nur zusammengefügt, sondern es entsteht ein neues Geschöpf. Beide ehemals verfeindeten Parteien sind nun untrennbar miteinander verbunden. Aber es geht hier nicht nur um Frieden zwischen zwei Parteien,
sondern der Vers 16 macht auch deutlich, dass durch Jesu Tod am Kreuz auch Frieden zwischen Gott und den Menschen geschehen ist. Die Schwierigkeit bei diesem Vers ist die Wendung in einem Leib. Worauf bezieht sich das? Bezieht sich das auf den Leib Christi am Kreuz oder bezieht sich das auf die christliche Gemeinde? Schon in anderen Texten ist die Gemeinde als Leib bezeichnet worden. Die Frage lässt sich an dieser Stelle leider nicht eindeutig klären. Aber vielleicht geht es hier auch um ein Zusammenspiel zwischen den beiden Aspekten. Denn die Gemeinde als Leib hat ihre Begründung in dem Opfertod Jesu am Kreuz. Nun in Vers 17 wird die Friedensthematik ein drittes Mal aufgenommen. Hierbei geht es um das Wirken Jesu. Dabei geht es nicht um das Wirken Jesu als Friedensbote allein zu seinen Lebzeiten auf dieser Welt, sondern sein Wirken wird hier bis zu den Lesern dieses Briefes gezogen, die jetzt an dieser Stelle angesprochen werden. Und auch nun nochmal Vers 13 wird an dieser Stelle in Vers 17 aufgenommen. Es ist wieder von den Fernen und von den Nahen die Rede. Und beide zusammen haben nun den Zugang zum Vater. Hier wird ein Begriff aus der Opfertradition der Juden verwendet. Dort war das Verständnis, dass die Menschen so unrein und so unheilig sind und nicht in Gottes Gegenwart kommen können. Und erst durch ein entsprechendes Opfer wurde dieser Zugang hergestellt. Durch Jesu Tod am Kreuz ist nun Frieden geschaffen und dieser Zugang zu Gott ein für alle Mal hergestellt. Kommen wir nun zum letzten Abschnitt des Textes, von Vers 19 bis 22. In diesem Abschnitt soll es jetzt darum gehen, welche Konsequenzen sich ergeben aus den Aussagen der ersten beiden Textabschnitte. Dazu werden hier zwei Doppelausdrücke verwendet, einmal Gäste und Fremdlinge und dann Mitbürger und Hausgenossen. Mit dem Doppelausdruck Gäste und Fremdlinge soll nochmal in Erinnerung gerufen werden, welchen Status die Heiden am Anfang des Textes hatten. Sie waren Gäste, das bedeutet Menschen, die in einer Stadt wohnten, aber keinerlei rechtlichen Schutz besaßen. Und Fremdlinge, das waren Menschen, die nur außerhalb einer Stadt vor den Toren siedeln durften. Demgegenüber stehen die Ausdrücke Mitbürger und Hausgenossen. Hier in dem zweiten Teil vom Vers 19 wird das Bild des Hausbaus eingeführt, das den Rest des Textes bestimmt. Mitbürger der Heiligen, mit Heiligen sind die Engel gemeint, und Hausgenossen Gottes. Durch diese beiden Ausdrücke wird auch deutlich, welche intime, enge und familiäre Bindung nun zu Gott möglich ist. Dieses neue Gemeindegebäude steht auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Mit Fundament soll nicht daran gedacht werden, was die Apostel und Propheten einmal für die Gemeinde getan haben, sondern es soll herausgestellt werden, welche Bedeutung und Funktion sie nach wie vor für den Gemeindebau haben. Die Apostel haben in der Anfangszeit das Evangelium von Jesus Christus verkündigt und weitergetragen. Und mit Propheten sind Menschen gemeint, in der Urkirche, die voll Heiligen Geistes, dieses Evangelium weiter verkündigt haben. Hinzu kommt der Eckstein Jesus. An dieser Stelle ist es etwas schwierig herauszukristallisieren, was mit Eckstein gemeint ist. Ist es der Abschlussstein, der zuletzt gesetzt wird und ein Gebäude vollendet? Oder ist es der erste Stein, der Grundstein, der gelegt wird und an dem sich alle anderen Steine und das gesamte Gebäude ausrichtet? Mit Blick auf Vers 21, wo von einem wachsenden Gebäude die Rede ist, ist es vielleicht eher der erste Stein. So wäre Christus der entscheidende Stein, der mit den Aposteln und Propheten das ganze Gebäude bestimmt. Auf ihn richtet sich alles aus und von ihm hängt alles ab. In Vers 21 wird von einem wachsenden Gebäude gesprochen. Das Schöne an diesem Verb wachsen ist, dass es im griechischen Grundtext in der Zeitform des Präsens steht. Und das bedeutet und soll verdeutlichen, dass dieser Bau noch nicht abgeschlossen ist, sondern weiter andauert. In Vers 21 erfahren wir auch,
was für ein Gebäude gebaut wird. Es soll ein heiliger Tempel gebaut werden. Vers 22 wird parallel dazu formuliert. Auch hier ist vom Erbauen die Rede, allerdings steht dieses Verb im griechischen Kontext in der Passivform und soll anklingen lassen, dass Gott selbst hier handelt. Gott selbst setzt die Christen und Glaubenden als lebendige Steine zu einem Gebäude zusammen. Der heilige Tempel soll eine Wohnung Gottes sein. An dieser Stelle kommt der Text zu seinem gedanklichen Ziel. Die Christen sind deswegen Mitbürger und Hausgenossen Gottes, weil sie auf dem Fundament der Apostel und Propheten zu einem lebendigen Gebäude, zu einer Wohnung Gottes zusammengefügt werden. Deswegen stellt sich auch die Frage nach unterschiedlichen Gruppen in einer Gemeinde nicht mehr. Denn alle werden durch Christus und dadurch, dass sie an Christus glauben, zu einem lebendigen Gebäude zusammengefügt.